Hallo? Ja? Ich hätte mal eine Frage. Bitte. Sie sind doch Muslim, oder? Ja, Alhamdulillah, ja, ich bin Muslim. Ich würde mal gerne was wissen. Und zwar, es gibt Menschen, die behaupten, das ganze Universum sei durch einen Zufall entstanden. Und ich möchte gerne wissen, was Sie darüber denken. Ja, Mashallah, ist eine berechtigte Frage. Aber diese Antwort werde ich dir inshallah morgen um die Uhrzeit, wir haben jetzt gerade 13 Uhr, morgen um die Uhrzeit werden wir uns hier treffen. Und dann werde ich dir inshallah auf diese Frage eine Antwort geben. Was hältst du davon? Alles klar, morgen um diese Uhrzeit. Genau, sei um die Uhrzeit einfach pünktlich hier. Und dann werde ich die Antwort inshallah geben. Okay, bis dann. Dann bis morgen. Tschö. Jo, ciao. Ich warte jetzt hier schon seit einer Stunde. Wir haben uns um 13 Uhr verabredet. Das kann doch nicht sein. Er ist immer noch nicht da. Ja, ist sie. Ach, da ist er. Tut mir leid, dass es ein bisschen länger gedauert hat. Aber du wirst nicht glauben, zwischen mir und dieser Stadt ist eine Brücke, die ist gestern Abend zerstört worden. Ja? Und als ich heute Morgen vor der zerstörten Brücke stand, kam aus wunderlicher Weise vom Himmel Beton, Zement, Stahlträger, dies, das, jenes, hat sich zusammengeformt zu einer Brücke, musste ein bisschen ausgehärtet werden und dann konnte ich erst drüber gehen und deswegen bin ich ein bisschen später gekommen. Tut mir nochmal leid. Es kann doch nicht sein, dass du mir jetzt so eine billige Geschichte verkaufen willst. Du lässt mich hier über eine Stunde warten und dann kommst du mit so einer Ausrede? Aber wie kannst du dir denn nicht vorstellen, dass so eine Brücke einfach so entstehen kann, aber das Universum, was so komplex ist, soll einfach ohne irgendeinen Schöpfer, weil eine Brücke brauchen wir einen Ingenieur, einen Statiker, einen Bauleiter, weiß ich nicht was alles, damit das so wird, wie es ist und nicht zusammenbricht. Aber bei diesem Universum soll es keinen gegeben haben, der es zur letzten Sekunde kontrolliert hat und immer noch kontrolliert. Ja, aber wer kann denn so eine Ausrede mit der Brücke glauben? Ja, aber guck mal, genau das Gleiche haben auch die Menschen, die nicht an Gott glauben. Die sagen, alles aus dem Zufall entstanden und das Universum, was so komplex ist, hat keinen gehabt, der es jemals kontrolliert hat. Deswegen dieses Beispiel mit der Brücke. Ja? Bei einem simplen Produkt wie so eine Brücke müssen bestimmt 20 Männer dahinter stehen, nur damit es kontrollieren, damit es nicht kaputt geht, außer dieses Aufbauen. Ja? Aber beim Universum soll es keinen geben. Guck mal, allein die Sonne jetzt, wenn wir uns so beobachten, wenn die jetzt, sag ich mal, 2-3 Meter näher kommen zur Erde, wird hier alles verbrennen. Wenn die 5-6 Meter zurückgeht, wird hier alles erfrieren. Das heißt, guck mal, alles hat ein System, alles auf eine Umlaufbahn. Das ist so genau aufgebaut und da soll es keinen geben, der es kontrolliert hat. Das war die Antwort auf deine Frage von gestern. Deswegen, denk drüber nach, denn es gibt einen Schöpfer. Und jetzt ist die Frage, der Schöpfer, der das alles erschaffen hat, was will er mit uns? Ich wünsche noch einen schönen Tag. Ciao.